willkommen im Tannengrund von Apolda zum 9. Paul Friedrichs Gedenklauf 2023. Eine saubere Stelle findet zum Überholen und machen wir uns nicht vor, Apolda Tannengrund hier. Es ist ja nun mal eine Naturrennstrecke. Es ist schon für die Solos ziemlich schwer, aber da kommt jetzt wieder so dieser Platz, dieses Thema, wo ich sage, heranfahren und vorbeifahren, das sind halt auch noch zwei Partien gefahren. Auch wenn er hier momentan. Du Schweinebucke, jetzt kommst du hier nach Apolda, unangemeldet, kreuzt dir einfach auf heute Morgen, gehst an den Start und was holt er? Er zeigt den jungen Bengels hier allen wieder, wo es lang geht. Also, Burschert hier, jetzt auch im ersten Wertungslauf. Marco, wieder mal herzlichen Glückwunsch. Motul sponsert hier die Burschert-Linie. Das ist dein Applaus. Jawohl. Marco, eine Frage habe ich noch. Du hast 4,5 Sekunden Vorsprung. Lucien, Zimenza kam von hinten, kam. Ich habe das so ein bisschen mitmoderiert, habe immer gesagt, ja, alle nicht so eng sehen. Der alte Fuchs, der alte Hase, ranfahren und vorbeifahren sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und damit einfach was passieren lassen, gleich zwei Sekündchen dahinter. Ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, was ist passiert, gib es mal mit deinen Worten bitte wieder. Ich habe den Jungen einfach vorbeigelassen. Warum soll ich nachhalten? Spaß gemacht. Alles gut. Also, kam jetzt einfach, dass du sagst, komm, fahr und dann ist gut. Wir wissen ja, wie du sehen noch oder auf. Gut, alles klar. Also, das ist die Erklärung dazu. Ich kann es verstehen. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und von daher, wichtig ist, dir hat es wieder mal Spaß gemacht hier und wir sehen uns zum zweiten Wertungslauf. Marco, vielen Dank. Bis nachher. Zylinder, zwei Tanker Zabel da drunter. Das Ding, das rührt, das brummt, das will nach vorne. Wahnsinn! Hey, Papa Rotzmotzen. Ja, das sind 750, entschuldige bitte. Aber das sind zwei Tanker, der brüllt ohne Ende.
ganz interessant, wer kommt zuerst? 3 oder 56? 56 oder 3? Also, in Anführungsstrichen Morschi oder hier Seifert. Morschi hat noch die Nase vorn. Also, hier ist es ja natürlich auch mit einem Bespann nicht so einfach zu überholen. Dran ist auf jeden Fall, Morschi darf keine Fehler machen. Seifert hier mit dem großen 20 Lennart Gill hier und Elisa Gill mit der 880, zweite junge Dame in den Top 10 mit dabei. Also, super Leistung hier auch von den jungen Mädels.